Na, habt ihr auch alle schon ein Türchen aufgemacht? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich beginne heute mal im Nachtdorf aus aktuellen, eigentlich nicht aus aktuellen Grund, sondern ich habe nur noch eine Forschung zu machen. Das ist der Bomber auf sein Max Level und im Moment bin ich ja mal wieder so ein bisschen Packer-mäßig unterwegs hier. Ich gucke mal, wo die drei jetzt reingehen und habe mir sagen lassen, Toto, du kannst das ganz toll hier machen, nämlich indem du die Defenses hier vorne wegziehst und dementsprechend dann in die Base reingehst. Allerdings ist das manchmal gar nicht mal so einfach, denn nur die Clanburg-Truppen oder die Wachpostentruppen ziehen eigentlich meine Truppen in die Base, so wie es jetzt hier gerade die Pekka in die Base zieht, denn da sind noch die kleinen Wachpostentruppen jetzt und die ziehen die jetzt hier rein. So soll das eigentlich auch sein. Alle drei sind jetzt am Rathaus. Wunderbar. Meine Hoggies sind allerdings schon weg. 37%. Okay, da haben wir immerhin den einen Tagesstern hier gemacht. Das war Ziel. Vielleicht gewinnen wir sogar 45. Das ist ein bisschen wenig. Das ist sehr, sehr mau. 45. Oh, ausbaufähig. Ausbaufähig, ja. Aber ich hoffe, ihr habt schon Türchen aufgemacht. Denn wir haben den ersten Advent. Ich bin also ein bisschen zeitnah. Und ihr habt es ja auch schon im kleinen Vorspann gesehen. Ich habe heute mein Intro einfach mal weggelassen. Es gibt einen neuen Skin für den König. Alle haben wahrscheinlich erwartet, dass es den neuen Skin für den Warden gibt oder überhaupt ein Skin für den Warden, denn der König war ja letztes Mal schon dran. Der König war hier letztes Mal schon dran. Ich muss sagen, so richtig Weihnachtsgefühle kommen da bei mir jetzt nicht auf. Bei uns sieht das dann doch ein bisschen anders aus, so mit ganz langen roten Mantel und weißen Rauschebart und großer Mütze und so und einen Sack in der Hand mit einer Rute. Ja, so stellt man sich das vor, aber stellt man sich ihn hier wirklich auch so vor? Okay, ist natürlich ein bisschen spaßmäßig gehalten, vor allen Dingen mit dem einen Fäustling und mit dem einen Handschuh. Da kann man sicherlich ein bisschen was machen. Mit dem Fäustling kann man natürlich nur das Schwert halten, aber ich habe gesehen, in einigen Animationen schlägt er auch gerne mit dem dicken Handschuh zu. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und ich würde sagen, ich hab mir den Goldpass noch nicht geholt, aber ich hole mir den Goldpass mit diesem Account eigentlich immer. Das mache ich jetzt auch. Also Get Goldpass, das bekommen wir alles hier ganz schön viel. Okay, Magic Items habe ich noch nie gesehen. Dass es da so ein bisschen was davor gibt. Okay. King, King, King. Ja, dann machen wir das mal. Klicken wir hier eben mal drauf. Kurzer Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es denn heißt, Toto hat sich das Ding hier geholt. Tada, da ist er. Goldpass received. Also, wir haben den Goldpass und ich glaube, im Pass, ganz witzig, kann man sich den gleich freispielen. Den claimen wir auch gleich. Ich muss sagen, die 1-Gem-Donation wäre mir ganz am Anfang lieber gewesen. Für 80 Punkte, denn in den Challenges hier muss ich jetzt noch einmal so ein bisschen normal angreifen. Dann habe ich ja 60 Punkte. Und ich habe schon mal kurz mal geguckt. Ich habe ja jetzt schon ein oder zwei Eingriffe hier im Nachtdorf gemacht. 2000 Zerstörung. Das ist schon ein Wort zum Sonntag. Ich meine, das kann man an einem Tag machen. Vielleicht mache ich das auch mal. Muss ich mal gucken. Die beiden Gebäude hier schaffe ich sicherlich. Ja, vielleicht in den 30 Tagen ist das sicherlich drin. Siebenmal den Bonus hier holen. Ganz viele Truppen hier setzen. Okay, also Batschen wäre natürlich nicht schlecht. Das sind ja immer 200. Aber Housing Space heißt es ja. Okay, also zählen die anderen Truppen ja auch. Drei Sterne im Clankrieg. Schwierig. Und ein paar Zauberspenden hier. Housing Space. Worth of Spells, okay. Housing Space, Worth of Spells. Machen wir. Gucken wir mal rein. Wir sind im aktuellen Clankrieg. Ich habe auch so ein paar Trubis. Jo, ich habe ein paar Truppen am Start. Können wir mal reingehen in die dunklen Wolken. Search for Opponents. Gucken wir mal, was wir da finden für unsere Armee. Ich weiß gar nicht, was ich am Start habe. Ei, so ein bisschen von allem. Ein bisschen Spenden, ein bisschen Bets, ein bisschen Klon. Ja, okay. Ja, da müssen wir irgendwas mit reißen. Oh, ich habe ganz vergessen, ihn natürlich auch zu equippen. Habe ich jetzt mal gemacht. Und schöne Animation hat er übrigens. Er winkt dem Dorf zu, wenn man auf ihn klickt. Da ist er. Hallöchen. Jo, aber jetzt geht's ab in die Clouds. Und hätte ich fast vergessen, dass wir ihn ja mitnehmen wollten in dem Skin. Also nochmal rein hier. Und kurzer Cut dauert heute Morgen leider ein bisschen länger. Oh. Okay, der Schrecken aller Bases hier. Ja, Slammer können wir, glaube ich, mitnehmen. Ist, glaube ich, ganz
In Ordnung. Die Base ist jetzt nicht so stark. Wofür habe ich eigentlich den Mauerbrecher dabei? Wofür hat der Tote den Mauerbrecher dabei? Das weiß er selber nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen die trotzdem mal hier in irgendeine Mauer. Nehmen mal unsere Helden. Also der Gehörnte ist jetzt dabei. Gucken wir mal. Und den stellen wir mal auf Luft. Und mal sehen, wie er sich hier unten schlägt. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus. Er geht schon mal Richtung Queen. Wird jetzt aber schon anvisiert vom Single Inferno. Das ist natürlich ein bisschen dösig, dass der hier jetzt schon so hart feuert. Und dann machen wir den erstmal mundtot, würde ich sagen. Einmal mit unseren Bats hier. Die können jetzt ein bisschen nach außen gehen. So ein bisschen haben wir jetzt schon geklärt hier. Ja, der Feger, die Feger werden jetzt ein bisschen doof sein, aber Alter, der Gehörnte geht gut durch hier. Der Gehörnte macht das hier, wunderbar. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben hier einen Riesendrachen, okay. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Ah, die ist da unten. Okay, die Queen ist schon am Rathaus. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen das einmal so. Friesen hier den Elektrodrachen, dass der auf gar keinen Fall schießt. Das ist uns auch, glaube ich, gelungen. Ja, die schafft das. Wunderbar, Feger ist auch schon mal weg. Da ist die komische Tornadi-Falle. Und jetzt habe ich immer noch, hier einen von denen hier. Okay, dann müssen wir hier jetzt mal, hier hinten machen wir schon mal ein bisschen Cleanup. Und jetzt kann ich eigentlich schon meine Drachen reinschicken hier. Alter, die Base ist aber echt scheiße. Mein lieber Mann, entschuldige bitte den Ausdruck, aber sie ist wirklich nicht gut. Glaube ich jetzt zumindest mal. Und den schicken wir hier einfach mal so rein. Unseren Warden schicken wir mal dahinter. Und ich hätte fast gesagt, wir brauchen unseren Slammer gar nicht. Einmal den Klon hier rein. Jawohl, der Klon war gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen von den Minions hier. Einmal in der Warden-Aura. Alles hier immun gemacht. Und auch hier ist jetzt der Single Inferno. Okay, ich habe immer noch einen Frostzauber. Dann nehmen wir das Baby hier hinten zur Ablenkung von dem X-Bogen. Ah, leichte Base hier. Leichtes Spiel mit Roger Rabbit. Also, erster Angriff auf dem ersten Advent hier ist schon mal ganz gut gelungen. So ein bisschen zum Warmwerden. Ja, die Base war jetzt nicht so gut. Egal. Wir haben sie trotzdem geschafft und dann machen wir den auch nochmal weg, dann spare ich mir den Slammer hier mit dem Inhalt. Es ging mir auch nur um den Angriff hier und nicht unbedingt um das Gewinnen oder um den Loot sowieso nicht. So ein bisschen habe ich ja dazu bekommen, also in 22 Stunden kann ich jetzt erst wieder loslegen. Okay, ich glaube, Leute, da muss ich doch ein bisschen mehr Nachtdorf spielen. Oder halt ihr irgendwo was aus dem Event machen. Irgendwelche Truppen hier, 21 Stunden, boah. Gibt natürlich nicht Schlechtes hier, ne? 30, 60 Gems. Ich glaube, das machen wir mal. 7, 5 müssen wir dafür herstellen. Habe ich noch gar nicht gespielt hier auf dem Account hier. 7 und 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Na, da können wir ein bisschen mehr mitnehmen, glaube ich. Dann nehmen wir mal Golem mit. Golem haben wir eh so wenig mitgenommen im Rathaus 12 Bereich hier. Dann können wir den mal mitnehmen und hier nehmen wir mal so ein bisschen Standard mit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, zack. Und ja, ich würde sagen, wir hauen uns eine Pulle rein. Ich mache aber heute, glaube ich, keinen Angriff mehr mit euch oder mache ich noch einen mit euch. Und jetzt ist mir eigentlich das gerade passiert, was mir öfter mal passiert, indem ich euch einfach ein bisschen was erzähle. So 3-4 Minuten lang und dann feststelle, irgendwas fehlt. Ja, der Aufnahmeknopf, den habe ich nämlich nicht gedrückt. Natürlich mache ich noch einen Angriff mit euch, sonst kann ich dieses Video nicht monetarisieren, also euch Werbung schalten, ist doch logisch. Ironie off, natürlich mache ich noch einen zweiten mit euch, denn ein Angriff ist für meine Folgen, glaube ich, immer ein bisschen wenig. Ein bisschen Clash of Clans geht ja immer, vor allen Dingen jetzt im Pass. Und das war der Angriff, den ich direkt danach gemacht habe. Also ich bin jetzt schon wieder am Truppen bauen und die Base war jetzt nicht so stark, könnte man jetzt meinen, aber eigentlich war sie gar nicht so schlecht. Packer Smash habe ich hier am Start und ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber immerhin, ich habe die Truppen hier mal wieder so richtig behende rausbekommen. Also so richtig gar nicht. Lass mir auch richtig viel Zeit mit einigen Sachen, aber guckt euch den Angriff selber an. Aber hier sind die Infernos auch noch nicht ausgebaut. Ich nehme mal an, das war ein Engineered-Account, der jetzt zu Rathaus 12 denn doch nochmal die Infernos nachbauen musste. Das deutet immer so darauf hin, wenn die noch nicht so hoch sind und auch die restliche Defensive noch nicht so hoch ist. Aber Rathaus ist auf 5, Adler ist auf 3.
Also das hat der Kollege denn hier doch schon gemacht. Wir hatten auch keine Clanbook hier drin. Und ich glaube, meinen Slammer brauchte ich nach wie vor nicht benutzen. Den musste ich nicht aufmachen, was natürlich sehr, sehr schick ist. Das spart immer ein bisschen Truppen. Naja, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, ob ihr euch auch den Pass gekauft habt. Denn mir ist im Pass noch ein bisschen was aufgefallen. Komme ich jetzt aber gleich zu, wenn der Angriff vorbei ist hier. Denn das hatte ich gar nicht gesehen, dass es am Ende... Es gibt ein Universalbuch am Ende. Finde ich natürlich sehr, sehr krass. Und freue ich mich auch drauf. Ich denke mal, so 2 Wochen wird man für den Pass immer brauchen, damit man alle Punkte zusammen hat. Außer man jammt sich den Pass durch. Ich hoffe, ihr macht das genauso wenig, wie ich das nicht mache. Also macht das lieber nicht. Behaltet lieber eure Gems für nette andere Sachen, für Boost oder sonst was. Aber hier am Ende, ich habe jetzt eben mal zurückgescrollt. Ich glaube, wir brauchen schon ziemlich viele Punkte für die erste Trainingspotion hier. 1340, okay. Und ganz am Ende, wie gesagt, gibt es das Universalbuch, wunderbar. Bei 2540 Punkte wird also ein bisschen dauern. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe mir erstmal den Skin geholt. Ich hoffe, ihr habt euch den Skin auch geholt. Ich bin jetzt geteilter Meinung. Es ist halt ein Skin. Und er passt so ein bisschen, glaube ich zumindest, finde ich, dass der Gehörnte ganz gut hier ins Spiel passt. Also ho ho ho. Und wir sehen uns in der Liga wieder. Ich spiele wieder bei GSE Warriors Champ 3. Also da seid drauf gespannt, was bei uns so geht. Und diesmal kann ich wirklich sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.